Herr Grüß Gott, und habe die Ehre, um seit heuer bei der zweitstärksten Kraft in Niederbayern, meine Damen und Herren. Und bald in der zweitstärksten Kraft Deutschlands weit. Wir lassen uns nicht mehr für dumm verkauft, meine Damen und Herren. Aber bevor dass ich mit meiner Rede weitermachen muss, muss ich einmal sagen, Politiker sei es nicht ganz einfach. Und da heuer der Aschermittwoch auf dem Valentinstag gefallen ist, also ich hoffe, die Männer haben alle dran gedacht und haben dann eine Frau beglückt mit Blumen oder sonst irgendetwas. Möchte ich natürlich, wenn der Aschermittwoch, der für mich ja immer sehr anstrengend ist und mit sehr viel Aufwand zu tun hat und mich da meine Frau tagelang gar nicht sieht, möchte ich mich natürlich an dem Valentinstag einmal bei meiner Frau recht herzlich bedanken, die natürlich auch im Saal ist, die sitzt vorne bei mir und wie es am Valentinstag Brauch und Sitte ist, überreicht man der Frau natürlich auch Blumen. Bei uns in der Partei wird nur Kultur und Brauchtum gepflegt, meine Damen und Herren. Das ist übrigens die beste Frau auf der ganzen Welt. Aber das Motto heuer vom Aschermittwoch, also zumindest bei uns oder nein, eigentlich bei den anderen Parteien, das wird dann eher das Nein, doch, oh sein. Weil, wie sich jeder erinnern kann, hat der Schulz zuerst Nein gesagt, dann hat er doch gesagt und jetzt hat er dann wieder gesagt, ach, lieber nicht. Das kennen aber mit Sicherheit ganz, ganz viele andere Politiker auch, weil wir sich an unseren Landesvorteil, Herrn Seehofer, erinnern kann, der hat zuerst Nein gesagt, dann hat er gesagt, jetzt würde ich doch gerne nochmal, und jetzt hat er gesagt, oh, jetzt wird es. Jetzt kommt er nach Berlin. Ich habe gemeint, die ausgelieferten Politiker von den Altparteien werden dann alle nach Brüssel abgeschoben, aber nichts gegen unsere MEP, das ist bei anderen Parteien so. Weil den Schulz hat man ja auch abgeschoben, da hat man einen zu ihm gesagt, dann hat er gesagt, doch, ich möchte Kanzler werden, dann hat er gesagt, oh, ist nichts geworden. Und von dem her ist es natürlich relativ schwierig, aber es gibt natürlich mehrere Politiker, weil wenn man den Olaf Scholz so schaut, der hat im November noch gesagt, er wird nie nach Berlin gehen, und jetzt kommen wir doch nach Berlin. War beim Seehofer aufgehört, der hat ja auch gesagt, er macht es nicht, dann doch, dann schon. Und jetzt kriegt er ein neues Ministerium. Ein Heimatministerium. Haben Sie vielleicht wieder erkannt, dass man an der Heimat auch was Gutes hat? Oder haben Sie vielleicht doch Angst vor der AfD, da die zur Kultur und zur Heimat stellen, dass sie jetzt einfach irgendeinen Posten vergeben müssen? Dass sie jetzt einfach irgendeinen Posten vergeben müssen, gerade, dass man der AfD vielleicht an den einen oder anderen Punkt glauben kann. Aber glauben Sie mir, wir haben die Echten, wir haben die Wahren und wir werden so bleiben, wie wir sind. So, da möchte ich an der Stelle ganz herzlich begrüßen wieder die Presse über Phoenix, ARD, ZDF, RTL, NTV. Und dann auch gute Presse. Dann darf ich mich ganz herzlich, mittlerweile zu einem persönlichen Freund geworden, darf ich zusammen begrüßen einen Vizebürgermeister aus Linz, einen Detlef Wimmer. Ich weiß nicht, wo sitzt er denn? Da ist er.
natürlich aus der FPÖ, weil sonst traut sich zu uns keiner rein. Natürlich mit Begleitungen aus seinem Stadtrat oder seinem Arbeitsumfeld. Dann möchte ich ganz herzlich begrüßen, habe ich gesehen, verschiedene Landesverbände, wieder aus der AfD aus Bayern. Freut mich, dass wieder einige gekommen sind, dass den weiten Weg zu uns hergenommen haben. Und wir sehen, nur in Bayern feiert man richtige Feste. Deswegen trinken wir mal auf unsere AfD. Zum Wohle, meine Damen und Herren. Natürlich möchte ich mich auch, ich habe den einen oder anderen Bezirksvorstand auch gesehen, da geht gerade noch einer Vierer aus Bayern. Natürlich haben die alle recht herzlich willkommen und freut mich, dass alle Armen ja zumindest den Weg in das wunderschöne Niederbayern finden, weil vielleicht wissen sie dann in der Landtagswahl auch, wie man zweitstärkste Kraft wird. Wir bringen das ihnen ja gern bei, weil dann werden wir in ganz Bayern zweitstärkste Kraft, meine Damen und Herren. Möchte mich auf dem Weg, natürlich wird man nicht als Einzelperson zweitstärkste Kraft, sondern das schafft man nur, wenn man starke Kreisverbände hat. Und Niederbayern hat man gesehen, hat mit Sicherheit einen der stärksten Kreisverbände, nicht immer einer Meinung, aber nach außen hin geschlossen auftreten. Und nur so findet man den Weg, dass wir unser Land wieder retten, dass wir wieder unser Vaterland zurückbekommen, dass wir in Europa der Vaterländer bekommen, so wie es an und dazu mal angedacht war. Und das ist unser Ziel, meine Damen und Herren. Da möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen Vertreter unseres Landesvorstands, die 50% dieser Veranstaltung bezahlen. Also recht herzlichen Dank dafür nochmal. Das ist nicht immer ganz einfach, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Dann haben wir natürlich auch Ehrengäste. Ich soll ihn begrüßen als steirische Eiche, als Schwarzenegger von Brüssel. Das ist mir heute in der Früh am Frühstückstisch so genannt worden. Ich begrüße recht herzlich einen Europatagsabgeordneten der FPÖ, Meier Geber. Dann freut es mich ganz ehrlich, ich habe davor geredet von der zweitstärksten Partei. Der Osterhofen gehört zum Wahlkreis Deggendorf. In Deggendorf haben wir 19,3% geholt. Und ich denke, das ist ein extra Applaus wert. Ich möchte natürlich auch die Kreisvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Ebner-Steiner recht herzlich begrüßen. Im ZDF und im, ich weiß nicht mehr, Spiegel oder Stern, ist einmal genannt worden der Robin Hood aus Nürnberg. Also man sagt auch, wir setzen uns auch für kleine Leute ein, und wenn man natürlich von der Presse als Robin Hood getitelt wird, ist das natürlich schon eine Belobigung von der Presse. Und ist gleichzeitig unser Landesvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Martin Sicher. Dann kommen wir zur guten Seele unserer Partei. Er ist Bundesvorsitzender. Er hat einen Professortitel, aber das mag er nicht so gern, wenn das genannt wird im Namen. Aber wir haben noch Professoren in unserer Partei, weil früher waren wir die Professorenpartei. Und es gibt sie immer noch in der Partei der vernünftig geltenden. Ich kenne ihn mittlerweile auch aus dem Bundesvorstand, bin ja selber im Bundesvorstand mit drin, sitzt auch im Europaparlament und wird mit Sicherheit heute den ein oder anderen Witz, vielleicht auch mal über Bayern oder Deutschland machen. Mich freut es ganz besonders, dass er mir nach dem ersten Anruf gleich zugesagt hat oder gesagt, was, Aschermittwoch Niederbayern, habe ich auf alle Fälle Zeit. Begrüßt mit mir recht herzlich unseren Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen.
und auch unsere Freunde, wenn auch die einen oder anderen einmal gemeint haben, sie lassen uns im Stich oder wie auch immer, oder es gibt Zwiespalt zwischen uns. Ich glaube, zwischen uns und der FPÖ passt kein Blatt Papier, meine Damen und Herren. Eine der wenigen zwei konservativen Kräfte, die an einen Strang ziehen und die einfach ihre Vaterländer als erstes sehen und die versuchen alles wieder, was die anderen die letzten 72, 73 Jahre kaputt gemacht haben, einfach wieder zu retten. In Wikipedia wird er genannt der Wertschöpfer des Wortes Mindestzuwanderung. Minuszuwanderung. Bekannt ist er in Österreich auch als Angreifer auf das System. Also ich glaube, wir können uns heute mit Sicherheit auf das ein oder andere lustige Wort freuen von der FPÖ, von Europaabgeordneten Harald Wilimski. Wer mitgeht, der weiß, ich habe jetzt lange nur geredet, ich sage zwischendurch wieder mal etwas. Aber jetzt darf ich die erste Rednerin auf die Bühne bitten, die spricht für den Kreisverband, noch ein paar Grußworte und ein bisschen etwas Regionales. Begrüßen Sie bitte mit mir Katrin Ebner-Steiner.